Das ist Sinans Woche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video. Herzlich willkommen bei Sinans Woche, die Show. Heute für euch in der Sendung Bodo Schiffmann hart am Limit. Eva Rosen verlangt Lösungen. Endlich wieder Filme und Serien. Outdoor-Spaß mit Good Karma Coffee. Und eine dicke Portion deutschem Nationalstolz. Ja, ihr habt richtig gehört. Viel Spaß. Sinans Woche. Die Nachrichten. Neue Woche, neuer Schiffmann. In einem seiner legendären Livestreams hat Bodo Schiffmann mal wieder seine geballte Fachkenntnis zum Besten gegeben. Bevor wir uns den Clip anschauen, nur zur Erinnerung, der Typ war mal Hals-Nasen-Ohren-Arzt und ist mittlerweile so eine Art Sektenführer des jämmerlichen Querdenken-Rests geworden. Bodo Schiffmann hat sich während der Pandemie selbst radikalisiert und ist mittlerweile eine wild gewordene Marionette Russlands. So hat er sich in den letzten 2 Jahren regelmäßig über das angeblich diktatorische Deutschland aufgeregt, um jetzt den Diktator Putin zu verteidigen. Das ist so dermaßen ironisch und verwirrend. Aber wir hören einfach mal rein, was der Kreml-Fan wieder zu berichten hat. Putin hat 1000 Angebote gemacht. Er hat nur darum gebeten, dass man Verträge einhält. Der hat seine Verträge bisher eingehalten. Ach so, Putin ist also hier das Opfer. Oh Mann, wie konnten wir das alle nicht sehen? Und ich dachte, die 2 Millionen Menschen, die jetzt vor russischen Panzern fliehen, das wären die Leidtragenden. Danke, Bodo, dass du uns das mal wieder erklärt hast. Aber was ist die Ukraine überhaupt? Die Ukraine ist kein Land. Die Ukraine ist eine geschichtliche, zusammengewürfelte Region. Der Bodo Schiffmann ist kein schlauer Mann. Der ist eine biologisch zusammengewürfelte Zellmasse, wo interessanterweise sowohl hinten als auch vorne nur Scheiße rauskommt. Beeindruckend. Es gibt die Ukraine gar nicht. Doch, es gibt die Ukraine und Bodo Schiffmann gibt's leider auch. Aber wer sind denn die Ukrainer jetzt? Es sind Betrüger, Mafia und völlig skrupellose, mental retardierte Neonazis und Faschisten. Redet der jetzt von Querdenkern oder den Ukrainern? Man weiß es nicht. Wie wir sehen, Bodo Schiffmann hampelt mal wieder rum, als sei er komplett auf Koks. Und viel interessanter noch, er versucht tatsächlich, die Ukrainer komplett zu entmenschlichen und das russische Vorgehen zu rechtfertigen. Und ich muss sagen, ich finde das gut. Also nicht inhaltlich. Aber im Grunde tut uns Bodo Schiffmann hier ja einen großen Gefallen. Sollte man zuvor noch irgendwie das Gefühl gehabt haben, dass die führenden Köpfe der Querdenkenbewegung einfach aufgrund einer Impfung verängstigt seien oder sie wirklich Angst vor einer Diktatur haben, so wird doch jetzt sehr deutlich, das war alles Quatsch. Es gibt nur wenige Länder, die so demokratisch regiert werden wie Deutschland. Und auf der anderen Seite haben wir gerade Russland. Ein Land, das sich gerade auf der Diktaturrangliste einen der ersten Plätze sichern will und damit sogar Nordkorea Konkurrenz macht. Das Verbreiten von Falschmeldungen kann in Russland ab jetzt mit bis zu 15 Jahren Haft geahndet werden. Und was genau Falschmeldungen sind, tja, das entscheidet dann vermutlich die russische Führung. Wie man als Querdenker dieses Vorgehen auch nur irgendwie rechtfertigen kann, nachdem man 2 Jahre lang Diktatur in Deutschland gebrüllt hat, das grenzt an paranoiden Wahnvorstellungen. Wer sich also gegen Deutschland und für Putin positioniert, der möchte vieles, aber keine freie demokratische Gesellschaft. Und so verstörend solche Videos vom verrückten Schiffmann auch sind, so sind sie eben auch sehr eindeutig und dürften dem ein oder anderen Querdenker Zweifel bescheren, ob das wirklich der Weg ist oder war, den man einschlagen will. Xavier Naidoo, der schon vor Jahren im Verschwörungssumpf versunken ist, macht natürlich auch fleißig Werbung für Russland und teilt Inhalte von Russia Today. Gut fand ich auch einen Beitrag von Eva Rosen auf Telegram. Ihr wisst nicht, wer Eva Rosen ist? Nicht schlimm, ihr habt nichts verpasst. Eigentlich reicht es schon, ihren Namen mal zu googeln und dann zu schauen, welche weiteren Personen vorgeschlagen werden. Eva Rosen, 37 Jahre alt, Politikerin bei der Basis.
Wer nach Eva Rosen sucht, sucht auch oft nach Bodo Schiffmann, Rainer Füllmich und Attila Hildmann. Ja, da ist sie doch in bester Gesellschaft. Auf Telegram hat sie eine Umfrage unter ihren 16.000 Followern gestartet. Sie möchte wissen: Findest du es okay, dass die Menschen in Deutschland dafür bluten müssen, dass die Bundesregierung Krieg spielen will, in Klammern umweltschädliches Fracking-Gas von den Amis, Preissteigerungen in allen Bereichen sind die Folge? Man hört hier ganz klar raus, dass Frau Rosen lieber keine Sanktionen gegen Russland eingeführt hätte und wir lieber weiterhin billigstes Gas und Öl von Putin importieren sollten. Was wir im Übrigen auch noch immer machen. Aktuell läuft Nord Stream 1 ja noch. Jedenfalls wäre es Frau Rosen anscheinend lieber, die deutsche Bevölkerung müsse nicht unter den Preissteigerungen leiden. Sollen dann doch lieber die Ukrainer leiden, indem wir weiterhin Geschäfte mit Russland machen. Es schwingen hier bei Frau Rosen wieder sehr egoistische und nationalistische Motive mit. Hauptsache billigstes Gas und Öl, Hauptsache uns Deutschen geht's gut. Wir brauchen schließlich Öl und Gas. Egal woher, egal von wem. Ihre Antwortmöglichkeiten der Umfrage fand ich aber auch sehr spannend. Ja, das finde ich okay. Nein, das ist nicht okay. Es muss eine Lösung her. Lasst uns die Montagsspaziergänge auf das Thema ausweiten. Und ich habe keine Meinung dazu. Das total überraschende Ergebnis: Am meisten wurde geantwortet: Nein, das finde ich nicht okay, dicht gefolgt von: Ey, lasst uns die Montagsspaziergänge auf das Thema ausweiten. Und lustigerweise fassen diese beiden Antworten genau die vollkommene Verblödung frustrierter Querdenker zusammen. Irgendwas, was ich nicht verstehe, macht mich furchtbar wütend. Lass mal montags dagegen spazieren gehen. Denn wenn man ehrlich ist, mehr Substanz ist es meistens nicht. Es ist einfach Frust, weil man Dinge nicht versteht, gepaart mit dem Drang, irgendwas tun zu wollen. Und sei es nur mit ein paar gleich schlauen Menschen montags spazieren zu gehen. Kann ich das sogar ein Stück weit nachvollziehen? Ja. Hilft uns das irgendwie weiter? Nö. Meine Lieblingsantwort war aber definitiv: Es muss eine Lösung her. Die finde ich gut, die Antwort. Das ist eigentlich die universelle Antwort auf jede Frage. Hey Sinan, YouTube hat kritische Videos von dir entmonetarisiert. Ja, es muss eine Lösung her. Hey Sinan, für Atomkraftwerke gibt es immer noch keine Endlagerung des Atommülls, oder? Nee. Aber ich kann so viel sagen. Es muss eine Lösung her. Ja, danke. Ich war jetzt ziemlich schlau von mir. Auch wenn gerade mal wieder alles ziemlich mies aussieht, möchte ich in meiner Sendung noch einmal erwähnen, wie verdammt cool Deutschland eigentlich ist. Die geballte Ladung Nationalstolz gibt es nach einer kleinen, erfrischenden Pause mit Filme und Serien. Sinans Woche. Filme und Serien. Wochenlang haben wir nicht mehr über den Film The Tomorrow War gesprochen. Das geht so natürlich nicht. Zur Erinnerung, worum es ging. Ich erzähle jetzt nochmal die ganze Geschichte. Nein, ich mach's kurz. Irgendwann in der Zukunft greifen hässliche Aliens die Menschheit an und rotten diese nahezu aus. Also reisen die Zukunftsmenschen in die Vergangenheit, um von dort Soldaten mit in die Zukunft zu nehmen. Chris lernt dabei seine eigene Tochter kennen, die in der Zukunft bereits erwachsen ist. Gemeinsam entwickeln sie ein Toxin, das Chris wieder mit in die Vergangenheit nehmen soll, um so die Alien-Invasion gar nicht erst starten zu lassen. Und da befinden wir uns gerade. Echt jetzt? Habe ich den ganzen Film in zwei Sätzen erklärt? Egal. Die Aliens greifen eine der letzten Stützpunkte der Menschen an. Chris, der im Film überhaupt nicht Chris heißt, sondern Dan, soll in wenigen Minuten mit dem Toxin zurück in die Vergangenheit reisen. Doch die Aliens kommen immer näher. Es wird richtig spannend. Chris und Tochter Miri müssen über eine Stahlkonstruktion balancieren, da sämtliche Wege, die ein bisschen mehr Sicherheit bieten würden, nicht mehr passierbar sind. Logisch. Was soll schon schief gehen? Oh no, Miri ist getroffen worden und runtergefallen. Ein mieser kleiner White Spike hat einen seiner Stachel auf sie geschossen. Sie stürzt einige Meter tief auf ein Metallgitter. Der blöde White Spike schreit und winkt mit seinen krüppeligen Armen, als wolle er voller Häme sagen: Hihi, das war ich. Ich hab deine blöde Tochter abgeknallt. Papa Chris findet das aber gar nicht witzig und ballert aufs Alien.
Anschließend springt er runter zu Miri, um zu schauen, was genau jetzt mit ihr ist. Das sieht gar nicht gut aus. Ein fieser weißer Stachel hat Miri einmal von hinten nach vorne durchbohrt. Aua. Papa Chris stützt seine Miri und sie müssen weg. Sagt er zumindest. Wohin genau, weiß man nicht. Aber man muss immer in Bewegung bleiben. Boah, das ist so spannend. Ich glaube, ich brauche mal gerade eine kleine Kaffeepause. Ey, Outdoor-Sinan! Kann man sich eigentlich auch draußen in der krassen Wildnis einen köstlichen Kaffee zubereiten? Zum Beispiel von Good Karma Coffee? Ja, gute Frage, Studio Sinan. Kann man im Wald einen leckeren Kaffee machen? Das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Für ein Feuer brauchen wir natürlich Feuerholz. Zum Glück habe ich hier die letzten Male mit Freunden schon mal was vorbereitet. Wir waren fleißig. Wir hatten auch mal eine Plane, die hat irgendein Penner leider geklaut. Wer macht so einen Quatsch? Im Optimalfall brauche ich heute nur ein ganz kleines Feuer, weil ich brauche ja nur heißes Wasser für eine Tasse Kaffee. Deswegen bereite ich hier ganz kleine Holzstückchen vor. Habe mein Messer vergessen. Deswegen heute mit der Axt nicht nachmachen. Ich weiß, was ich hier tue. Kann überhaupt nichts passieren. Die Grillanzünder-Turmbau-Variante hat sich ja bewährt. Deswegen machen wir das genauso. Mit dem trockenen Holz müsste das eigentlich gleich relativ gut und easy abzünden. Unglaublich aber war, es ist tatsächlich schon T-Shirt-Wetter. In der Jacke habe ich gerade schon angefangen zu schwitzen. So, jetzt gucken wir mal, ob mein Plan hier aufgeht. Liebe Grillanzünder, fangt bitte sofort an. Danke. Und während das Feuer hoffentlich sofort an den Start geht, kippe ich schon mal das Wasser, was wir erhitzen wollen, in diesen Topf hier. So. Und hängen es eigentlich direkt drüber. Weil warum jetzt Energie verschwenden? Super Sound. Oh, das ist schön warm. Ihr fragt euch bestimmt schon, wie funktioniert denn das jetzt mit dem Kaffee? Naja, als erstes müssen wir aus den Bohnen Kaffeepulver mahlen. Und dafür habe ich diese kleine portable Kaffeemühle dabei. Und da ist feinster Good Karma Coffee drin. Hier muss man noch richtig für seinen Kaffee arbeiten. Wie sieht es da drin aus? Ah, es dampft schon. Es kocht noch nicht, aber es dampft. Kommen wir zum spannenden Teil. Wie mache ich mir einen Kaffee? Dafür habe ich dieses schöne Teil hier. Das ist eine Outdoor-Kaffeepresse. So. Hier rein kommt jetzt ein dafür vorgesehener Kaffeefilter. Aha. So. Jetzt schrauben wir das hier unten rein. Das hier kommt raus und oben kommt jetzt das gemahlene Kaffeepulver rein. Habe ich schon erwähnt, dass es sich hierbei um Good Karma Coffee handelt. Kann das gut mit der Werbung, ne? So, alles rein. Das ist der aufwendigste Kaffee, den ich jemals gemacht habe, aber auch vielleicht der mit der schönsten Atmosphäre hier. So, ich glaube, das Ganze kocht. Ja, und jetzt muss das heiße Wasser da drauf. Ich habe mir mal vorsichtshalber die Handschuhe angezogen. Mal gucken, wie das klappt. Das soll schon schief gehen, ne? Sehr gut. Jetzt haben wir diese Presse hier und damit drücken wir das da unten durch. Ich rieche es schon.
Good Karma Coffee. Sehr, sehr lecker. Ja, warum mache ich heute wieder so viel Werbung für Good Karma Coffee? Wie immer alles transparent, ich kriege kein Geld dafür, aber ich kriege etwas Kaffee kostenlos. Für euch habe ich auch wieder einen Gutscheincode. Wenn ihr Sinans Woche in eure Bestellung eintippt, dann bekommt ihr 10%. Und ich habe auch mit dem Thorsten, dem Inhaber, noch gesprochen. Von jeder Bestellung, die jetzt eingeht, wird er auch nochmal 10% für ukrainische Flüchtlinge spenden. Also für alle irgendwie was Schönes dabei und was fürs Karma gemacht. Und der Kaffee ist echt umwerfend. So, gönn mir noch ein kleines Pralinchen hier und sag dann schon mal zurück ins Studio. Lieber Sinan, wie geht's denn weiter bei Filmen und Serien? Hast du da auch so eine schöne Lichtstimmung hier wie ich hier im Wald? Die Lichtfarbe des Films ändert sich allmählich. Endlich gibt es überall wieder Funken zu sehen. Miri und Papa Chris humpeln gemeinsam eine Metallbrücke entlang. Im Hintergrund sehen wir eine Art Kreuzfahrtschiff mit ordentlich Schlagseite, komplett belagert mit kleinen Aliens. Alles brennt und man denkt sich, what the fuck? Warum schwimmt dort jetzt ein Kreuzfahrtschiff durch die Gegend? Hä? Okay, egal. Mittlerweile ist es fast dunkel und es gibt überall Feuer. Warum? Das weiß keiner. Als wäre die ganze Szene nicht eh schon völlig konstruiert, rammt das Kreuzfahrtschiff jetzt auch noch den geheimen Militärstützpunkt mitten auf dem Meer. Ja, wieso eigentlich nicht? In einer gigantischen Explosion geht der Hauptteil der Basis jetzt in Flammen auf. War dieses blaue Ding da an der Seite nicht das Zeitsprung, Apparat, Dings, Gedöns? Na, hoffentlich funktioniert das noch. Papa, Chris und Miri haben jetzt eingesehen, dass sie nicht mehr weitergehen können. Sie setzen sich erstmal hin und sondieren die Lage. Chris sagt in dieser Szene, wir müssen aufstehen und verschwinden. Hä? Hat der mitbekommen, dass seine Tochter einen Stachel durch den Rücken und Bauch bekommen hat? Und wohin will er eigentlich verschwinden? Ihr seid mitten auf dem Meer. Und nahezu die gesamte Plattform ist Schrott. Chris zählt bis 3 und will Miri wegschleifen, die daraufhin schmerzerfüllt aufschreit. Die gesamte Szene ist wieder mal im Studio vor Greenscreen entstanden. Das Problem dabei, die Umgebung interagiert nicht mit den Schauspielern oder auch andersrum. Bei so viel Feuer und Funken um sie herum könnte man es dort vermutlich keine 2 Sekunden aushalten. Papa Chris will erstmal einfach dort sitzen bleiben und sich ausruhen. Ich meine, die Station fliegt gerade in die Luft, überall wimmelt es voller Aliens. Ein Toxin, das die Power hat, die gesamte Apokalypse aufzuhalten, will in die Vergangenheit gebracht werden. Was heißt das? Richtig, es ist der perfekte Zeitpunkt, um nochmal alle Unstimmigkeiten, Entschuldigungen und Familienkrisen zu klären. Papa, es tut mir leid. Nein, mir tut's leid. Nein, Papa, mir tut's leid. Im Übrigen finde ich es super fair von den Aliens, dass sie jetzt gerade eben nicht angreifen. Ich stelle mir das so vor, 2 White Spikes im Hintergrund, so der eine zum anderen. Ey, los, komm, wir machen die kalt. Die sind gerade mega gefühlsduselig und abgelenkt. Und der andere White Spike so, nee, warte mal, die verarbeiten gerade ihre Familiengeschichte. Gib ihnen noch einen Moment. Und der andere White Spike dann so, ja, aber der Dude hat doch so ein Toxin, das uns alle umbringt. Ja, schon, aber guck mal, die ist voll traurig. Zum Glück haben die Aliens dann doch ein bisschen Mitgefühl. Diese Trottel. Und wieder mal beende ich diese Rubrik mit der Frage, wird Papa Chris das Toxin unbeschadet in die Vergangenheit bringen können? Und was passiert dann? Wir erfahren es irgendwann in diesem Jahr bei Sinans Woche, die Show und Filme und Serien. Sinans Woche. Die Nachrichten. Es sind verrückte Zeiten, in denen wir leben. Mich persönlich hat es 2017 kalt erwischt, als die US-Amerikaner tatsächlich Donald Trump zum Präsidenten gewählt haben. Einen Laberkopf, einen Frauenfeind, einen Populisten. Bei aller Liebe, menschlich betrachtet ein richtiges Arschloch. Da dachte ich schon, oje, was ist denn los mit der Welt? Und da wir Deutschen den Amis gerne mal alles nachmachen, hatte ich echt schon Sorge, wie es in den nächsten Jahren bei uns aussehen könnte. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat es dieses Jahr auch nochmal traurig zusammengefasst. Autokratien nehmen weltweit deutlich zu. Demokratien stehen gewaltig unter Druck. Jetzt könnte man von einer düsteren Zukunft in Deutschland warnen
Oder aber wir können uns auch einfach mal auf die Schulter klopfen. Während in so vielen Ländern der Welt irgendwelche aggressiven Volldeppen zum Präsidenten gewählt werden oder sie sich selbst zum Präsidenten auf Lebenszeit ernennen, wählen wir Deutschen Olaf Scholz. Eine 1,70 Meter kleine Schlaftablette, die so leise spricht, dass bei fast allen Interviews das Rauschen der Mikrofone zu hören ist und man permanent das Gefühl hat, gleich bricht ihm die Stimme weg. Das ist etwas, was wir nicht übersehen dürfen. Ich habe mir das einstündige Interview mit Maybrit Illner angeschaut. Und man kann ja von dem Typen halten, was man will. Aber er denkt nach, bevor er redet. Man kann auch darüber verärgert sein, dass er so lahm und emotionslos wirkt. Aber so ein Typ überfällt auch nicht mal so nebenbei ein anderes Land. Gut, unsere demokratischen Strukturen ließen sowas auch nicht zu, aber dennoch. Bei all der berechtigten Kritik, dass wir so einen langweiligen Menschen zum Bundeskanzler unseres Landes wählen, das ist was Positives. Schauen wir uns doch mal die anderen Minister der aktuellen Regierung so an. Was hat man nicht alles versucht, Annalena Baerbock vor den Wahlen klein zu machen? Sie habe keine Erfahrung und würde fürchterliche Reden und Interviews halten. Und jetzt? Da muss man, glaube ich, ehrlich sein, weiche Knie haben wir alle, weil es ist unberechenbar, was der russische Präsident weiter tut. Deswegen legen wir alles auf den Tisch. Es ist nichts vom Tisch genommen. Das sage ich hier ganz klar und deutlich. Das Wichtige ist aber, wir müssen Sanktionen, die wir jetzt auf den Weg bringen, wirklich auch auf Strecke halten können. Weil es bringt nichts zu sagen, wir machen morgen eine Sanktion und eine Woche später nehmen wir sie wieder zurück. Aber was würde denn schlimmstenfalls passieren, wenn man sagt, okay, Erdölimporte sofort stoppen, Gas sofort stoppen, es würden ja nicht bei uns sofort alle Lichter ausgehen, oder? Na, wenn wir das alles sofort vom Netz nehmen würden, schon. Wir sind bereit, das habe ich ja immer wieder deutlich gemacht, einen sehr, sehr hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen. Nur wenn morgen in Deutschland, in Europa die Lichter ausgehen, heißt das nicht, dass die Panzer stoppen. Wie gesagt, wenn das der Fall wäre, wir würden es sofort tun. Souverän, ehrlich, empathisch. Man muss sie nicht mögen, aber man kann ihr nicht vorwerfen, sie sei ein emotionsgetriebener Hitzkopf. Schauen wir uns unseren Wirtschaftsminister Habeck mal an. Wer vielleicht nicht davon überzeugt ist, dass Deutschland seinen Beitrag zu leisten hat, die globale Erderwärmung einzudämmen, der sollte spätestens jetzt davon überzeugt sein, dass wir gut beraten sind, die Energieabhängigkeit, die durch Importe befriedet werden muss, deutlich zu reduzieren. Und ich erwarte geradezu einen föderalen Konsens, dass wir jetzt ernst machen und nicht über Verfahren reden, die Jahre, teilweise Jahrzehnte dauern, um Stromnetze, Kraftwerke oder erneuerbare Energien auszubauen. Da sitzt ein anständiger Kerl, der klar und ehrlich argumentiert. Und wieder spielt es absolut keine Rolle, ob man ihn mag oder nicht. Er ist einfach kein verrückt gewordener, machtgeiler Idiot. Und auch wenn ich es niemals für möglich gehalten hätte, dass ich das mal sage, aber auch Christian Lindner, unser Finanzminister, scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, der diktatorische Charaktereigenschaften mitbringt. So verrückt die Welt sich gerade entwickelt, mit unserer aktuellen Regierung halten wir dagegen. Hier mal die Verteidigungsminister verschiedener Länder. USA, Lloyd Austin. China, Wai Feng. Russland, Sergei Shoigu. Und Deutschland, Christine Lambrecht. Na, was passt hier nicht in die Reihe? Jetzt könnte man sich darüber lustig machen, dass wir Deutschen anstatt eines mega maskulinen, testosterongeschwängerten Generals die nett lächelnde Frau Lambrecht zu unserer Verteidigungsministerin ernennen. Oder wir erkennen, wie aufgeklärt, modern und schlau es ist, genau das eben nicht zu machen. Natürlich kann man nicht in die Köpfe der Menschen schauen und vielleicht schlummert ja unter der netten Fassade von Frau Lambrecht eine kriegsgeile Führerin. Aber ich glaube eher nicht. Selbst unser von den Querdenkern so gehasste Gesundheitsminister Lauterbach ist kein Putin oder Trump. Man muss seine Ansichten und Argumentationen nicht mögen, aber für sich genommen sind sie nachvollziehbar und rational. Wenn ich mir das aktuelle Kabinett so anschaue, dann muss ich wirklich sagen, wir Deutschen sind schon ziemlich cool. All diese Personen fallen dadurch auf, dass sie gerade besonnen, ruhig und nachdenklich sind. Da kann man auch mal stolz drauf sein. Häufig hört man von den Deppen der AfD, dass den Deutschen ihre Identität fehlt. Dass man ja gar nicht mehr patriotisch sein darf. Und wisst ihr was?
ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust mehr, mir diesen Punkt von den rechten Spinnern immer einreden zu lassen. Nö. Ich, Sinan Kurtuluş, in Deutschland geborener Staatsbürger, bin stolz auf Deutschland. Ich bin stolz darauf, dass wir keine narzisstischen Vollidioten wählen. Ich bin stolz darauf, dass wir einen langweiligen Schlumpf zum Bundeskanzler ernennen. Und ich bin stolz darauf, dass ich den Olaf Schlumpf nennen darf, ohne dafür irgendwelche rechtlichen Konsequenzen befürchten zu müssen. Ich bin stolz darauf, dass die Hälfte unserer Minister Frauen sind. Ich bin stolz darauf, dass wir eine immer noch sehr intakte Demokratie sind und wir Minderheiten nicht unterdrücken, sondern sichtbar machen. Verdammt nochmal, wir sind so eine krasse Demokratie, dass wir sogar ein paar tausend Querdenkern immer und immer wieder zuhören. Ihre Sorgen ernst nehmen, obwohl diese teilweise komplett bescheuert sind. Wir machen ein paar tausend Querdenker permanent zum Thema Nummer eins und versuchen dagegen zu argumentieren. Sag mal, welche Diktatur macht das denn bitte? In einer echten Diktatur würde man solche Auswüchse niederknüppeln und die Berichterstattung darüber würde man verbieten. Aber nein, wir beschäftigen uns damit und gehen den demokratischen und diplomatischen Weg. Und ja, auch darauf bin ich stolz. Auch wenn ich häufig mal was zum Meckern habe und man immer noch nicht flächendeckend mit Karte zahlen kann, gibt es kaum ein Land, in dem ich lieber leben würde als in Deutschland. Und kaum eine Regierung, ehrlich gesagt, der ich mehr vertraue als unserer. Und bevor jetzt jemand das Gefühl bekommt, ich würde hier extrem heftige Werbung für die da oben machen, wisst ihr, was das Beste an Deutschland ist? Bei uns gibt es keinen Personenkult wie in anderen Ländern. Ich kann den Olaf Scholz gerade mega abfeiern und sagen, dass er ein super Bundeskanzler ist, aber sollte er nächste Woche irgendwas massiv verbocken und er wäre als Bundeskanzler nicht mehr tragbar, er wäre schneller weg, als Querdenker sich zu Spaziergängen verabreden können. Natürlich ist nicht alles perfekt, aber wir müssen auch nicht alles schlechter reden, als es ist. Obwohl die Welt immer verrückter wird und die Autokratien weltweit zunehmen, hält Deutschland aktuell noch dagegen. Und solange das so ist, möchte ich das auch positiv anerkennen. Sinans Woche. Börse und Finanzen. Diese Woche möchte ich die Rubrik Börse und Finanzen relativ kurz halten. Natürlich kläre ich euch wieder absolut 100% transparent darüber auf, welche Einnahmen dieser Kanal gemacht hat. Gleichzeitig möchte ich aber nochmal unbedingt betonen, dass ich zurzeit mehr als genug habe und sich wirklich niemand, auch nur ansatzweise genötigt fühlen soll, mich unterstützen zu müssen. Wie gesagt, andere Menschen haben es gerade wirklich nötiger. Von YouTube selbst gab es in der letzten Woche 119 Euro und das, obwohl ich die Werbung innerhalb des letzten Videos ausgeschaltet hatte. YouTube bleibt also launisch. Von euch, den weltbesten Zuschauern, gab es in den letzten zwei Wochen 927 Euro und wirklich viele, viele liebe Nachrichten dazu. Meinem Wunsch der letzten Woche, anstatt mir Geld zu schicken, lieber ukrainische Flüchtlinge zu unterstützen, sind einige von euch in dem Sinne nachgekommen, dass ihr einfach beides unterstützt habt. Ja gut, wenn es die finanziellen Reserven zulassen, bin ich dafür natürlich absolut dankbar. Ich persönlich habe ebenfalls eine gute Freundin aus Polen kontaktiert und sie gefragt, wie ich Menschen vor Ort in Polen direkt unterstützen kann. Die sitzen ja bekanntlich an der Flüchtlingsfront sozusagen. Ich weiß, dass man nicht jedes Problem lösen kann, indem man einfach Geld drauf wirft, aber es ist immer noch besser, als gar nichts zu machen. Schauen wir noch kurz auf ein paar Nachrichten. Heiko hat 10,10 Euro geschickt und schreibt dazu: Weil es zu jeder Zahl irgendeinen Quatsch gibt, wie ich in deinem Video eben gelernt habe, bekommst du was Binäres von mir. Deine Videos lassen mich schmunzeln und holen mich immer wieder runter, wenn ich mal wieder Querdenker bepöbeln will. Zunächst einmal danke für die 10,10 Euro. Binär wären die 1010, im Übrigen die 10. Warum? Weil das Binärsystem folgendermaßen aufgebaut ist. Die letzte Ziffer ist die 1. Die vorletzte die 2, die vorvorletzte die 4, die davor die 8, davor die 16 und so weiter. Mit jedem Schritt nach links verdoppelt sich der Wert. 0 oder 1 zeigt uns jetzt an, welche Zahl bzw. welches Bit aktiv ist. Bei 1, 0, 1, 0 sind also die 8 und die 2 aktive Bits. 8 und 2 addiert sind 10. Alle verstanden? Nein? Egal. Und weil es gerade so schön ist, was ist die größte Zahl, die wir mit 8 Bit darstellen können?
Na, wenn alle Bits 1 sind. Also 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Und zusammengerechnet sind das 255. Berücksichtigt man noch die 0, dann kann man mit 8 Bits 256 verschiedene Zeichen darstellen. Und jetzt dürfte auch recht einfach klar werden, warum 16 Bits nicht nur doppelt so krass sind wie 8 Bits. Nee, dank der Zweierpotenz hat man mit 16 Bits direkt mal 65.535 verschiedene Zeichen. Und den Älteren unter uns dürfte jetzt auch klar sein, warum Windows 95 ein so spektakulärer Schritt war. Das 1995 erschienene Windows-Betriebssystem lief nämlich mit 32 Bit. Bam! 32 Bit, das sind 4,2 Milliarden Zeichen oder kurz gesagt 4 Gigabyte. Es war also erstmals möglich, bis zu 4 GB RAM im Computer zu adressieren. Und jetzt schnallt euch an. Quasi alle computerartigen Geräte, die wir heutzutage nutzen, wie zum Beispiel auch euer Smartphone, laufen mit 64 Bit. Und wie viele Zeichen können wir damit darstellen? 18 Trillionen 446 Billiarden 744 Billionen 73 Milliarden 709 551.616. Oder kurz gesagt, 64 Bit reichen erstmal eine Weile aus. 2005, also vor 17 Jahren, erschien das erste Windows XP in der 64-Bit-Version. So, wieder was gelernt. Hoffentlich. Regina hat mir 15 Euro geschickt und schreibt, für die Filmkritik könntest du das am Ende nochmal als Filmkritik-Special hochladen. Einfach hintereinander schneiden. Der Film war zwar Mist, aber die Filmkritik war super. Gebe ich mir gerne nochmal komplett. Ja, absolut geniale Idee, Regina. Das mache ich natürlich. Das war Finanzwoche, die Show. Ich hoffe, es war von allen Emotionen was dabei. Aber von den Positiven natürlich am meisten. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Wir sehen und hören uns in der nächsten Sendung. Auf Wiedersehen. Das war Sinans Woche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video.